weiß nicht mehr was, aber ich habe was gesucht. Johnny Bananas Team. So, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Jetzt ist mein Inventar auch noch voll, lol. Ich habe nur verstanden, dein Inventar. Ich habe sonst gesagt, ich bin gleich da. Ja. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte dich verloren. Nee. Nee. So, wie weit ist es jetzt noch? Nicht mehr weit. Alter, was stimmt hier gerade nicht? Machst du gerade irgendwie eine Weltreise oder was machst du da? Ja. Aber das Gebiet ist schon generiert. Okay. Stumpf. Oh nein, ich bin in eine Höhle gefallen und es gibt keinen drinnen. Ich glaube, ich mache eine Umschulung zum Binnenschiffer. Okay. Jut, jut, jut. Was ist das denn? Ah! Der Vorteil ist, ich sammle ein paar Erze. Ich brauche Erze. Erze sind toll. Hier ist Uran im Boden. Hm. Ich muss mal gerade überlegen, habe ich eigentlich irgendeine Sache, die ich in dem alten Tacket Light fertig machen wollte, hier zumindest mal angefangen? Irgendwie nicht, ne? Ich muss mal so langsam meine alten Ideen, die ich immer wieder, wo ich immer wieder gesagt habe, dass ich die mal vervollständigen will, vervollständigen oder bauen. Ich glaube, ich wollte damals auch ein Hochhaus bauen. Dann habe ich zumindest das mal erledigt. Hä, wieso bin ich denn so blöd, mich zu TP'n? T/TP-Lücke 2550 Lücke minus 2000. Und dann sagt der, 2550 konnte nicht gefunden werden. Hast du da drei Zahlen eingegeben? Da brauchen wir drei Zahlen. X, Y, Z. Ach so, okay. X. Also 2550, dann 80 und dann minus 2000. Jo, genau. Lol. Lol. Gut, dann habe ich jetzt gleich irgendwann diesen Tunnel fertig. Da muss er nur noch ausgekleidet werden. Ich mache auch schon so, dass man nur noch die Blöcke setzen muss. Die Wandblöcke.
Oh nein, hier ist Lava an der Wand. Schieß. Hier ist sogar richtig viel Lava an der Wand. Das gibt's ja nicht. Doch, bei Ticket. Ein bisschen Slate ist hier auch. Der gute alte Schiefer. Wenn du mal was aus Schiefer bauen willst, der existiert. So ein Schieferboden? Schieferboden. Wie heißt nochmal diese Schiene? Highspeed? Highspeed, ja. Kann sein, dass man die so nicht findet und die H.S. heißt oder so. Highspeed Track von Railcraft. Ja, genau. Danger, Highspeed. Und dann gibt es Highspeed Electric. Das ist für elektrische Züge. Okay. Ist eigentlich auch cool, ne? Ja, aber das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Die müssen an Stellen immer wieder aufgeladen werden, die Züge, glaube ich. Oder die Schienenstrecke muss irgendwie unter Strom gesetzt werden. Und diese High-Speed-Track, wie bremse ich da ab? Naja, diese Booster-Tracks, aber halt nicht mit Redstone gepowert, sondern aus. Also High-Speed-Track ist ein Booster-Track, oder was? Nee, es gibt ja die Warte mal, jetzt muss ich mir eben selber... Die High-Speed-Tracks selber sind nur die normalen Schienen. Ach so. Ich gucke gerade mal, wie die nochmal hießen. Ich gebe mal einen Booster, da gibt es... H.S. Booster Track ist das. Okay. Und die brauchen ein Signal. Ja, so wie die normalen Booster Tracks von Minecraft halt. Okay. Ja. Da muss man unter Umständen ein bisschen rumprobieren. Das wird vielleicht anfangs nicht so hinhauen, wie man sich das vorstellt. Das heißt, der ein oder andere... Der ein oder andere Crash ist nicht zu umgehen. Und ich setze einen Booster ohne Verbindung und die bremsen dann ab. Ja, genau. Machst okay. Du so vier Stück oder so hintereinander und dann ist man meistens eigentlich relativ, also war es früher. Der Gang sieht verdammt cool aus. Ich glaube, ich mache so einen Geisterkorridor. Mach das mal. Ne? I'm afraid of no ghost. So, Ghostbusters. Ich glaube, ich kaufe auch ein verlassenes Feuerwehrgebäude. Also ich mache dann vier Booster Tracks ohne Signal und kann ich dann den normale Vanilla Track setzen? Ja, danach dann, wenn deine Highspeed Strecke quasi damit vorbei ist. Ja. Okay. Das geht ja. Darfst du nur nicht um Kurven machen, glaube ich, weil dann entgleist man unter Umständen. Alle, wie viele Blöcke muss man denn Booster Track extra schön boosten? Bei den Highspeed? Ja. Weiß ich nicht, alle 10 mache ich immer so. Es gibt da eine ganz genaue Formel, da kannst du ganz explizit, dass sich das unglaublich gut lohnt, aber da hat Stilly mich damals immer mit genervt, dass ich meine Booster-Tracks doch bitte alle, was weiß ich, wie viele Blöcke setzen soll, damit ich nicht so viele Ressourcen verbrauche. Und ich dachte mir immer so, warum sollte ich das tun? Ich habe 400.000 Eisen und so ein Scheiß. Das finde ich dann immer so witzig. Die Leute sammeln sich, was weiß ich, wie viele Millionen Kupfer und so ein Scheiß an, die sie nie verbrauchen werden, aber trotzdem noch irgendwie auf Effizienz setzen. Da passt irgendwie irgendwas nicht zusammen. So, aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur ein komischer Typ aus dem Kiez.
Aus dem Ghetto. Von einem Dorf. Oldendorf. Fnolf. Oh, der sieht ziemlich cool aus, der Tunnel, mit diesem, dass in der Ferne einfach dieser Nebel ist. Clouds of Unknowing, so. Das ist noch Specs, das sollte ich mal ändern hier. Das sind die Erze, die ich selber ausgetauscht habe hier. Die passen natürlich nicht mehr. Da sollte ich vielleicht auch mal so textmäßige Dinge heraussuchen. Da kommt ein Zombie! Was mache ich jetzt? Er ist tot. Jo, ich mache nochmal eben die Wand zu Ende und dann können wir ihren Cut machen. Okay. So dass du dann quasi dich hier austoben kannst. Sexuell und spirituell. Ach so, ich Idiot. Ich hab grad gedacht, du bist geleftet und hab das deswegen gesagt mit, wir können ja einen Cut machen. Und dabei ist Flamemaster getoint. Was kann ich eigentlich? Ich bin heute wirklich durch. Alter Schwede, spendet mir bitte Geld, damit ich mir Hilfe suchen kann. Am besten viel Geld. Alter, ey, das gibt's ja wohl nicht. Ich bin richtig durch. Ich sollte mit den Drogen aufhören. Oder mehr nehmen, ich weiß es nicht. Wobei meine Drogen hier nicht irgendwelche, Chemikalien sind oder so, sondern halt Netflix und andere Dinge. Und YouTube. Und Deviant, was? So. Oh, das ist schön, das nehme ich mit. Oh, das ist schön, das nehme ich mit. Vielleicht muss ich Filmmaster auch mal wieder in die Aufnahme nehmen, aber jetzt ist ja gerade zu zweit ein bisschen angenehmer. Finde ich. So, ein bisschen Lehm aus der Wand ziehen, der Rest kann drin bleiben. Ein bisschen Quarz aus der Wand ziehen, der Rest kann drin bleiben. Ja, aber können wir bei Zeiten ja mal so einen Stream machen, wo wir dann an der Japan-Welt. Ab nächstes Wochenende bin ich nämlich auch wieder aktiv bei der Sache. Dann habe ich nämlich mehr Zeit und sowas. Und dann kann man auch mal das Streaming-System alles ein bisschen schön aufpolieren und alles. Vielleicht sogar mal eine Schedule. Das wäre doch mal was. So. Gut. Der Tunnel ist soweit. Also ich mach. Ups. Das wollte ich ja nun nicht. Upsi pupsi. Mist, was mache ich denn jetzt? So. Wow, jetzt habe ich die Schiene hier gehabt. Nicht wundern, ich habe hier eine Schiene versehentlich abgebaut. Die habe ich daneben wieder gesetzt. Die musst du dann, sobald du kannst, wieder. Ich mache mal eben nochmal eben hier den Boden auf. Da wo Andesit schon ist, kann ich ja freilassen. Andesit lassen. Ja.
Bin ich richtig in der Mitte? Ja. Ah! Alter. Musst du die Fackel natürlich so setzen, dass sie jetzt abgebaut werden. Aber egal. So. Mal gucken, wo ist denn Fellmaster gerade zugange? Irgendwie. Es ist gerade verbuggt. Aber gut. So. Ist das nicht Highspeed, die Strecke? Warte mal kurz. Irgendwie war die Minimap gerade komisch. Was denn? Irgendwie ist die Strecke nicht Highspeed, sondern Normalspeed. Ich komm mal eben. Vielleicht muss das auch nur Booster Track sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin da schon wieder raus. Bei den Raycraft Schienen ist das so eine Sache. Muss man ein Stück mit nur High-Speed Booster Track probieren. Okay. Aber High-Speed Tracks, wenn die nicht High-Speed sind. Ja, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß auch nicht mehr, vielleicht waren die nur für Kurven gedacht oder als Übergänge oder so. Jetzt ist nicht unbedingt sehr krass irgendwie Fackeln, weil sich die sowieso wieder ändern, die Standorte. Oh, man fällt hier voll runter. Ja. So. Wo ist denn der Herr Fellmaster eigentlich gerade? Ich gucke gerade mal, wo der sich wieder rumtreibt. Ach, der da treibt er sich rum. Ach, das. Och, der kann mich ja suchen. Ich verrate jetzt mal nix. Kann sich gleich mal wundern, dass ich nicht zu Hause bin. Der Blick auf die Minimap ist nicht jedem in die Wiege gelegen worden. Was? Hä? Wie? Was? Sheesh. So, hier ist noch Zertus, den nehme ich natürlich freudend an. So, jetzt brauchst du nur noch alles setzen.